Gemäue, nicht erschrecke, ich bin's nur. Han ich gelesen, et Berliner Kaffee Achteck. Han gedenkt, oh, ob's dort was Leckeres gibt? Ganz schön aufgefallen. Das ist ein Berliner Kaffee Achteck. Piss war. Naja, ist jetzt nicht so lecker. Aber ich zeige euch, wie ich's baue. Ist es von der Modellbahnunion. Vielleicht habt ihr Spaß dabei. Ich wünsche euch was. Berliner Kaffee. Zum Kleben nutze ich wieder Bindan Express Holzleim, da der keine Füllstoffe enthält, und verdünne den ein bisschen mit Wasser. Somit ist er länger verwendbar und lässt sich besser damit arbeiten, wenn du Fläche oder sowas verkleben willst. Bahnunion ist wieder ein Päckelchen gekommen. Beim Durchstöbern auf der Seite dachte ich, oh, was kann man Kleines noch bauen? Da ist mir ein Berliner Kaffee-Achteck untergekommen. Naja, erst dachte ich an was Kulinarisches, aber da kommt seltsame Sache dabei raus. Der Bausatz besteht aus wenigen Teilen, aber sehr gut gelasert. Sehr übersichtlich die Bauanleitung, eine Seite. Und anfange du mal mit dem Glas. So habe ich das gedeutet auf der kleinen Bauanleitung. Mal sauber ausgeschnitten. Ist auch die Folie selbst, also das Glas ist auch selbst graviert, also auch gelasert mit einem Muster. Sieht ganz witzig aus. So, jetzt habe ich es ausgeschnitten. Habe irgendwie einen Schritt übersprungen, beziehungsweise verpasst, nicht wahrgenommen. Jetzt habe ich mich um die Bodenplatte gekümmert, warum auch immer. So, dieses Teil soll jetzt auf die Bodenplatte direkt drauf kommen. Und diese Langlöcher sind für die Wände praktisch gedacht. Ja, die soll ja dann dort passen, also wie rum macht man es? Ne? Klebe ich es jetzt fest, passen her die Wände nicht. Da, das sind drei Langlöcher, dort sollte sie so rein. Die Wände haben so Nase nach unten. Und da habe ich mich dann entschieden, zuerst die Wände zu bauen. Weil ansonsten bringt es, glaube ich, nichts. Da, die sind locker drin, wieder an zwei Punkte fest. Sachte abgeschnitten. So, jetzt kommt natürlich auch der Geistesblitz mit dem Glas, dass das dort rein muss und nicht ausschneide und nebenhin lege. Das ist wahr, ihr Glaube. Da der Kleber nun ein bisschen mit Wasser verdünnt ist, auch Scheibe oder sowas, kann man gut mit festkleben. Also es hält, das habt ihr, ich meine, so ein Teil hat ja nicht großartig mechanische Belastung. Lässt sich das auch gut machen, ohne viel diese kleine Fenster zu versauen. Also die bleibe schön klar, der Leim außer am Rand aufgetragen vom Karton. Also das funktioniert wunderbar. Man versaut also nichts und es drückt sich auch nicht irgendwo Kleber raus. Er darf natürlich auch nicht zu wässrig sein, weil dann zieht es komplett weg und dann hält es auch nicht. Ne? Also die Mischung muss schon stimmen. Er soll so ein bisschen, soll ich sagen, ein bisschen zäh, ne? ist er immer noch so, aber trotzdem flüssig. So, jetzt überprüfen wir mit dem Teil, das später nach oben kommt, ob der Rand reicht, das Glas nicht zu hoch sitzt, sonst wird es ja nicht mehr passen. Die Stelle, an der diese Wand geknickt werden muss, ist dort auch eingelasert. Also es lässt sich gut anknicken, umknicken, wie man es will. Dann gucken wir mal, ob es passt. Eine kleine Stellprobe. Ohne die mittlere Platte, ne? Die liegt noch da.
wohlgemerkt. Dann machen wir es in der Mitte fest. Da hat man ja eine Anlagefläche für dieses Plateau, was das werden soll. So, wenn der angetrocknet ist, was schnell geht, auch mit dem, hat seinen Namen nicht für nichts, diesen Express, kann man auch die Bodenplatte dann einkleben. Und wie man sieht, lässt sich echt super verstreichen. Dadurch, wo ein bisschen Wasser drin ist, funktioniert das wunderbar als Flächeverklebung. So, natürlich noch ein bisschen obligatorisch festdrücke. Dann mit demselben Klebergemisch, wie man sieht, das lässt sich echt lang verwenden und auch gut verwenden. Streichen wir es direkt in die entstandene Falz, Nut, Ecke, egal. Auf jeden Fall streichen wir es dort in, wo es hin soll. Dann lässt sich es auch gut rundum biegen, dadurch, wo es vorgelasert ist, also es ist keine Spannung, gar nichts drauf. Man kann es festmachen und fertig. Ne? Also es geht echt gut. So, jetzt der Ring. Den müssen wir anpassen, dass er oben gut abschließt und sich nichts verdrückt. Da haben wir ja vorher geguckt, dass die Gläser nicht im Weg sind. So, und damit ich es halt wirklich oben eben habe, damit kein Absatz entsteht, klebe ich es einfach über Kopf ein. Da liegt es ja auf und kann ja nicht anders sein, ne? Kann nicht reinfallen und nichts. Jetzt kommen wir vorne an diesen, an die Blende, an den Paravan, an den, was weiß ich, wie das Ding heißt, Charmband oder was, damit man nicht in das Pissoir reingucken kann. Auch wieder angelasert, damit man es besser knicken kann. Und die Platte hat vorne auch so Einbuchtungen. Und dort soll der rein. Ne? Da kann man es jetzt erkennen. Hoffe ich mal. Jo. Denke ich schon, dass man es erkennen kann. Dort muss jetzt dieser Sichtschutz rein. Ja, anpassen mit dem dicken Finger. Ja, der hat dann auch nur dort die zwei Laserkante, genau. Und die mittlere zwei sind nicht angelasert. Also wie gesagt, also es lässt sich wirklich super biegen. Ja. So, genau Ziele, bisschen drücke, halte, fertig. Dann machen wir mal weiter. Jetzt kommt natürlich das Dach dran, ne? Man will ja nicht beim Pieseln noch nass werden. An zwei Punkten war es jetzt auch wieder befestigt. Der andere war nur schon locker, anscheinend von irgendwas. So, jetzt ist es ein bisschen, ein bisschen friemelig. Man kann nur auf die stumpfe Kante kleben. Ja, also es ist kein Lascher oder sowas vorhanden. Es muss stumpf geklebt werden. Und klar, es ist, es sieht halt besser aus, ne? Es ist dann ja nur ein Ring, ansonsten hättest du unten drunter noch so, so Nase oder so. Wird ja auch nicht gut aussehen. Das gleiche machen wir mit dem oberen Dächlein. Ist auch alles vorgelasert, also es lässt sich wirklich gut verarbeiten, das muss man schon sagen. Auch wieder stumpfe Kante klebe. Was jetzt wiederum der Vorteil ist von dem bisschen wasservermischte Kleber, es quatscht nicht so viel raus. Also es drückt sich kaum was raus, es ist nicht der Rede wert und auch ganz schnell weg. Wenn man den Leim pur benutzt, hat man immer ein bisschen zu viel. Plupp. So, dann kann der mal kleben. Dann versuchen wir das Ganze, ist ja jetzt fest,
versuchen wir das Ganze jetzt mal mittig auf das Türmchen zu bekommen. So, von oben sieht man hier kaum was. Also holen wir den Leim. Und setze es so auf, dass man sieht. Von der Richtung. Genau, Ziele, nochmal nachgucken. Und wunderbar. Passt. Noch ein bisschen korrigiere. Das geht dann auch noch. Hat gepasst. So, das ist jetzt auch fest. Ja, das fällt mal da rein, ne? Das ist so Zwischendecke für das so kleine Erhöhung später drauf. Wie gesagt, später bei den Bildern sieht man es. Da ist das Teil. Also in echt hat das wohl Gitter zur Entlüftung. Damit es auch gut nach oben abzieht. Auch wieder Stumpfklebe. Hier wäre es jetzt halt gegangen mit Lasche. Ne? Es ist innen, man sieht es nicht. Es wird dann um dieses Sechseck, das schon, ist ja Achteck, wird es jetzt rundum geklebt. Und natürlich schon mal da Hilfsmittel dazu. Alles, was klein und spitz ist, weil die Wurstfinger sind da nicht passend. Aber sie können wenigstens Pinzette und so weiter halten. So. Und das kommt jetzt da oben auf die offene Stelle. Jetzt fällt es auch nicht mehr rein. Gut, Ziele, bisschen ausrichte, ja, dass es nicht wegflieht. Ne? Und jetzt ist noch dieser so zierte, so Zierfries, nennt man es so. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Das kommt jetzt noch rund ums Dach, auch wieder angelasert. So, weggeflogen ist nichts. Kommt noch das kleine Dach drauf. In diesem Dach ist ein Mini-Löschelchen. Genau dort. Müssen wir später auch noch schließen. Dann schon gedacht, kommt da eine Kugel oder was? Also irgendwie. Dann schon gedacht, klebst du erstmal das Dach fest und guckst weiter. Ne? Wird sich schon irgendwie ergeben. So, sieht ja ganz gut aus soweit. Und jetzt gucken wir mal, was das mit dem Dach ist, mit dem Loch. Und siehe da, ein Mini-Punkt. Man sieht ihn kaum, aber er ist da. Da geht's gar nicht ohne Pinzette. Aber die feinen Mechanik-Wurstfinger haben es dann doch drauf bekommen. Ja, kann man so lassen. Regnet nichts rein. Mit allen Mitteln noch ausgerichtet. So, jetzt wird überlegt. Dieses Teil, wo kommt es hin? Kommt es jetzt an den Dachrand oder wird es direkt an die Wände geklebt? Also da war ich jetzt unschlüssig und habe mir dann mal auf der Seite von der Modellbahn Union
die Sache angeguckt. Also, es kommt an den Rand vom Dach. In H0 sieht es normal aus und in TT kann man sogar irgendwie mit chinesischem Touch machen. Also, den Rand mit Leim bekleckern. Und das vorgebogene, geknickte Dachkonstrukt, Verzierung, Blende. Oh, irgendein Name wird es schon haben. Machen wir dran. Genau Ziele. Muss wirklich genau Ziele. Und man muss dann auch schon die zweite Brille aufsetzen. Wie früher die Oma beim Näher. So, aber das hat wunderbar geklappt. Das ist wirklich auch super ausgemessen. Es geht direkt auf, also noch kein Zehntel zu viel. Einwandfrei. Ein bisschen ausrichte. Hier noch ein bisschen verputze. Und was soll man sagen, das war der letzte Bauschritt, ne? Fertig! So, rundum war es schön zu bauen. Wunderbar, ich habe jetzt eine Stunde nur dran gesessen. Ein bisschen was hat mich gestört, und zwar die Verzierungen, die da drin sind. Ich zeige es euch jetzt noch auf den Bildern. Die sind teilweise durchbrochen, also es ist ein Loch drin. Das ist ein bisschen schade, aber ansonsten wunderbar. So, noch mal ein paar Bauschritte als Foto jetzt. Gerade so ein bisschen festgehalten, wie ich es gemacht habe. Das sind die Löcher, die ich meine. Ne? Ja, wenn man genau hinguckt, sieht man es so, wenn man darauf aufmerksam gemacht wird. Aber ansonsten ist es doch großartig gemacht. Ich finde es super. Und vor allen Dingen ist es ein kleiner Bausatz, den man in jede Ecke mal hinstellen kann. Auch wenn man nicht in Berlin baut. Jetzt hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und ihr könnt mal gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Bausatz hält. Oder was euch sonst noch auf die Seele drückt. Dankeschön fürs Zugucken. Ich zeige euch jetzt auch noch die Originale, die danach gebaut wurde und die in Berlin stehen. Also ich habe mir auf jeden Fall was Kulinarisches drunter vorgestellt unterm Berliner Café Achteck. Ja, war überraschend. Dann bedanke ich mich mal fürs Zugucken, das nach so lang ausgehalten. Und würde sagen, alle dann, bis demnächst. Tschüss.